Herzlich willkommen zum allerersten deutschsprachigen Podcast rund um ätherische Öle. Mein Name ist Gabi Engelbart und in dieser allerersten Folge erfährst du, warum sie auch etwas für dich sein können. Gesund mit ätherischen Ölen. Wie ätherische Öle dich, deine Kinder oder auch dein Haustier unterstützen und vielleicht sogar dein Leben verändern können. Darum geht es in diesem Podcast. Warum ein Podcast über ätherische Öle? Weil sie so vielfältig sind wie das Leben selbst. Denn ätherische Öle können beruhigen, vielleicht dich selbst oder deine Kinder vor dem Schlafengehen, die Schwiegermutter, den Großvater während der Familienfeier oder auch einfach deinen Hund zu Silvester. Ätherische Öle können sehr hautpflegend sein, regenerierend. Einige gelten richtiggehend als Anti-Aging-Mittel. Andere wiederum können die Probleme innerhalb der Problemzonen reduzieren. Und dann wieder andere gelten als Aphrodisiakum. Und das ist nur eine ganz, ganz kleine Auswahl. Für wen ist nun dieser Podcast? Für all diejenigen, die sich für die Themen Gesundheit und Wellness interessieren, auch für eine ehrliche, reine Körperpflege, für einen chemiefreien Haushalt und auch für all diejenigen, die sich durchaus vorstellen können, mit den genannten Themen oder einem der Themen etwas Geld dazu zu verdienen. Und wer bin ich? Ich bin Tierheilpraktikerin und Hundephysiotherapeutin. Aber bitte jetzt nicht irritiert sein, es geht jetzt hier nicht um den Hund. Im Zentrum dieses Podcasts steht der Mensch. Ja, und wenn wir über Hunde sprechen, dann sind wir auch schon beim ersten roten Faden, der durch mein Leben verläuft. Das ist meine Liebe zu Hunden. Die hat sich irgendwann in meiner Kindheit entwickelt. Und der zweite rote Faden, das ist, dass mich das Thema Umwelt, Umweltschutz, Umweltbelastung umtreibt, so seit ich vielleicht 17, 18 gewesen bin. Es beschäftigt mich immer wieder. Was tun wir mit bestimmten Nahrungsmitteln uns selbst oder auch der Umwelt an, mit Körperpflegeprodukten, was da enthalten ist, das ist manchmal auch recht gruselig, oder auch mit anderen Mitteln, mit denen wir regelmäßig zu tun haben, nämlich mit Reinigungsmitteln. Da gibt es auch zwei noch recht aktuelle Studien und die eine besagt, wenn wir täglich mit herkömmlichen Reinigungsmitteln zu tun haben, dann steigt das Sterberisiko. Und das ist kein Scherz. Ich verlinke in den Shownotes zu diesen beiden Studien. Und was hat all das mit ätherischen Ölen denn nun zu tun? Mich fasziniert der Gedanke, wenn immer mehr Menschen ätherische Öle benutzen könnten, was das für unsere Umwelt bedeuten würde. Denn ätherische Öle haben die Neigung, die Tendenz zum Reinigen und zum Entgiften. Du kannst ja spaßeshalber mal ein Tropfen Zitronenöl auf eine Styroporplatte geben. Du wirst erstaunt, wenn nicht auch etwas schockiert sein, was dann passiert. Denn ätherische Öle und ganz besonders die Zitrone, die können Plastik auflösen. Also der Gedanke, dass mehr ätherische Öle durch den Abfluss fließen, das finde ich absolut faszinierend. Ja, und es wird in dem Zusammenhang eben auch Tipps und Rezepte geben, wie du Körperpflegeprodukte selbst herstellen kannst oder auch Reinigungsmittel. Und es wird auch den einen oder anderen Hinweis geben für fertige Produkte, in denen ätherische Öle enthalten sind. Ja, es wird hier auch einen Werbeblock geben, aber ich verspreche, der wird kurz sein. Und was treibt mich zusätzlich zum Umweltgedanken denn noch so an? Natürlich sind es die begeisterten Berichte von Hundebesitzern, weil ihr Hund auf einmal wesentlich entspannter bei einem Gewitter reagiert oder Silvester neuerdings durchschläft. Das ist das eine. Das andere ist auch der Mensch und die Veränderungen, die für Menschen möglich sind. Ich habe im letzten Jahr eine besondere Technik kennengelernt von dem Psychologen Dr. Benjamin Perkis aus den USA. Er hat die Aroma Freedom Technik entwickelt. Das ist eine besondere Fragetechnik, an der an einer bestimmten Stelle auch ätherische Öle mit ins Spiel kommen.
Und er begleitet Menschen, die ihre Ziele nicht erreichen. Und mit der Technik ist es möglich, auch den Ursachen viel besser auf den Grund zu gehen. Sei es nun, dass es Glaubenssätze sind, die man irgendwann mal übernommen hat, die ja in einem so verborgen sind, dass sie einem gar nicht mal bewusst sind. Oder auch Unangenehmes aus der Vergangenheit, was immer wieder hochkommt. Und gerade für Menschen, die auch immer mehr in der Vergangenheit leben, weil da vielleicht alles besser war oder ungenutzten Chancen hinterher trauern, sich für irgendetwas die Schuld geben, auch anderen Menschen die Schuld geben. Da gibt es natürlich unterschiedlichste Techniken. Was ich aber gehört habe, ist, dass die Aroma Freedom Technik eine ganz besonders effektive Technik darstellt. Und ich bin ein sogenannter AFT Practitioner. Ich habe also ein Training bei dem Dr. Perkis durchlaufen und darf die Technik anwenden. Also jetzt für Endverbraucher darf ich sie vermitteln. Und ich bin aktuell auch noch in einem Training, da darf ich dann auch das schulen, sodass dann diejenigen, die bei mir das Training durchlaufen, die Technik auch weitergeben dürfen. Ja, und warum das jetzt alles auch kein Hokuspokus ist, dazu gehe ich in der nächsten Folge weiter drauf ein. Und wie bin ich denn jetzt eigentlich zu ätherischen Ölen gekommen? Das fing alles mit meinem Hund Henry an. Henry, ein pensionierter und passionierter Jagdhund, der allerdings von seiner Pensionierung nie auch nur irgendetwas mitbekommen hatte. Insofern fiel ich aus allen Wolken, dass er plötzlich ganz stark bei Gewitter reagiert hatte. Und zwar so stark, dass er im nächsten Jahr dann auch schon aufgeregt war, wenn es einfach nur heftig geweht hatte oder stark geregnet hatte. Und aus einer Fortbildung wusste ich, ätherische Öle können durchgreifend beruhigen und immer wieder für kleine Wunder sorgen. Ich war bei einem Kongress, der von meinem Verband organisiert worden ist, und da gab es auch noch etliche Stände unterschiedlichster Anbieter, und da war auch ein Stand mit ätherischen Ölen mit dabei. So war der erste Kontakt hergestellt, und im Dezember, also noch vor Silvester, habe ich die erste Bestellung aufgegeben. Denn ich bin davon ausgegangen, dass Silvester auch noch mal eine weitere Herausforderung sein könnte. Aber Silvester war nie so sein Problem. In den ersten Jahren, als ich ihn hatte, da war es genau das Gegenteil. Also Silvester war für ihn eher eine immense Inspiration. Er hat dann immer gedacht, wenn es irgendwo knallte, es geht endlich los zur Jagd. Ja, ich habe die ätherischen Öle dann angewandt und Gewitter waren bald nicht mehr das Problem. Natürlich, es sind keine K.O.-Tropfen. Wenn also das Gewitter in unmittelbarer Nähe gewesen ist, war er noch aufgeregt. Aber er hat ja erst wesentlich später reagiert. Und sobald es sich wieder etwas entfernt hatte, konnte er sich wieder entspannt hinlegen und weiter schlafen. Das war schon richtig gut. Denn ein gestresster Hund bedeutet in den meisten Fällen auch ein gestresster Mensch. Aber das, wovon ich dir jetzt berichte, das ist nochmal um Längen faszinierender. Wie schon erwähnt, war Henry ein ehemaliger Jagdhund. Er ist mit etwa 4 Jahren von seinem Jäger ausrangiert worden. Und mit Sicherheit nicht, weil er zu wenig Jagdinstinkt hatte. Denn diese Hunde, die werden schon mit etwa anderthalb Jahren ausrangiert. Der Jäger wird es noch einige Jahre mit ihm versucht haben. Aber sein Stresslevel war, wenn er vor die Haustür trat, so hoch, dass er, wenn er dann noch etwas Spezielles gewittert hat, er seine Umwelt nicht mehr wahrnahm. Es einfach kein Platz mehr war für andere Sinneswahrnehmungen. Was natürlich zur Folge hatte, ich konnte ihn letztendlich nicht von der Leine nehmen. Ich habe es anfänglich immer wieder versucht, wenn ich dachte, ja, mit der Zeit eine bessere Bindung, aber das hatte damit einfach überhaupt nichts zu tun. Er war so gestresst, dass er mich überhaupt nicht wahrnahm. Das wurde mir so richtig deutlich, als wir mal an einem See entlang liefen, vor uns 2 Enten. Und Henry war so gebannt, dass er es eben nicht mitbekommen hatte, dass uns ein Hundebesitzer mit seinem Hund unmittelbar entgegenkam und unmittelbar an uns vorbeiging. Und er hat andere Hunde so geliebt.
Er musste ja zu jedem hin und Hallo sagen und sich mal eben kurz vorstellen. Ja, Henry kam nicht mehr von der Leine und ich habe schon aufgepasst und trotzdem sind mir immer wieder so Sachen passiert, dann ist er bei einer Freundin über den Zaun gesprungen oder ich hatte die leichtsinnige Idee, ich könnte ihn vom Garten zum Carport ohne Leine führen. Und die zweite Gartenpforte, die ist direkt am Carport dran, das Auto stand im Carport, aber auf diesen paar Metern ist mir Henry auch weggelaufen. Und ich hatte die glorreiche Idee, nein, ich laufe diesmal nicht kopflos direkt so hinterher, sondern ich schnapp mir erstmal die Leine und hol das Fahrrad. Nur bis ich dann soweit war, war von Henry überhaupt nichts mehr zu sehen. Und ich habe ja 6-7 Stunden, also bis es dunkel wurde, habe ich gesucht, zwischendurch immer wieder mal bei der Polizei angerufen, aber von Henry fehlte jede Spur. Wie die Nacht entsprechend war, kannst du dir, wenn du Hundebesitzer bist, mit Sicherheit vorstellen. Und auch wenn du keiner bist, wahrscheinlich auch. Ich wusste nicht, was ist mit ihm? Liegt er irgendwo? Ist er verletzt? Hat er Schmerzen? Lebt er überhaupt noch? Das war schon schlimm. Aber nicht so schlimm wie das, wovon ich dir jetzt berichte. Die einzige Freiheit, die man Henry noch hatte, war, unangeleint zu schwimmen. Ich also diesen einen Tag Ende September, dann wieder war ich mit ihm an der Elbe, wir waren gelaufen und ich werfe Stöckchen. Und Henry schnappt sich das Stöckchen und schwimmt weiter. Und schwimmt immer weiter. Und ich rufe und rufe, ich schreie so laut, wie ich nur kann. Und Henry schwimmt unbeirrt einfach immer weiter und nimmt Kurs aufs andere Elbufer. Ich natürlich panisch nach links und rechts geguckt, ob da irgendwo ein Frachter kommt. Glücklicherweise kam keiner. Dann bin ich ein bisschen mitgelaufen. Die Strömung war natürlich auch entsprechend. Dann überlegt, laufe ich nach Hause, hol das Rad oder hol das Auto. Aber bis ich dann da gewesen wäre, und auf dem Weg, schafft er das überhaupt? Sind da irgendwelche Strudel? Ich hatte so eine Angst, dass mein Henry vor meinen Augen stirbt. Diese Hilflosigkeit. Mein Henry ist dann beigedreht, aber er schwamm schon ziemlich mittig. Und ich dachte, ich muss ihn irgendwie abfangen, ich muss zu ihm hin. Und bin dann auch ins Wasser rein. Aber ich kam nicht auf seine Höhe. Ich wollte ihn ja abfangen. Ich wollte nicht so weit mittig reinschwimmen. Also das hat irgendwie alles so nicht hingehauen. Ich dachte, gut, ich laufe jetzt erstmal wieder ein bisschen am Ufer mit und komme dann so seitlich von vorn und werde ihn so abfangen. Naja, irgendwann ist Henry dann auch wieder Richtung Elbufer. Mein Tierarzt hatte damals dann auch gesagt, dass es eine Strecke gibt, zwischen dem Ort, wo ich wohne und dem gegenüber, wo auch Wildschweine die Elbe durchschwimmen. Also von daher, vielleicht hat er da etwas in die Nase bekommen. Ich habe jedenfalls ihn gerade noch in entgegengesetzter Richtung davonlaufen sehen, als ich dann auch wieder am Elbufer war. Und so gerade in einer Kurve konnte ich das dann halt noch gerade sehen. Und so wie ich war ja nun ein wenig ausgezogen, als ich in die Elbe gegangen bin. So bin ich dann hinter ihm her. Da sind halt erstmal die Elbauen, dann kommt eine ganze Weile nichts. Irgendwann kommt der Deich und dahinter sind dann Häuser. Aber wer weiß, so wie ich da rumgeschrien habe, vielleicht hat das Ganze auch jemand am Fenster verfolgt. Ich bin also dann immer weiter gelaufen und dachte, irgendwann werde ich Henry sicherlich aufsammeln. Ja, nach einiger Zeit sah ich Enten im Schilf und da, wo Enten sind, so dachte ich, da ist mein Henry. Genauso war es auch. Sein Geschirr hatte ich mit ins Wasser genommen. Insofern habe ich ihn dann erstmal gleich dingfest gemacht und habe ihn auf dem Weg zu meinen Sachen nicht mehr losgelassen. Ja, und auf diesem Weg, da fuhr dann ein Frachter, da, wo zuvor noch mein Hund geschwommen ist. So, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt.
und tu es auch noch ein wenig, einfach damit du die Tragweite nachvollziehen kannst von dem, was ich dir jetzt berichte. Es war der 1. Mai und ich war mit meinem damaligen Freund und seinem Hund und mit Henry im Wald unterwegs. Mein damaliger Freund hatte gemeint, ich könnte doch mal die Leine loslassen. Und zwar eine lange Leine und ich habe dann auch gedacht, ja gut, da ist so viel an Reizen, dann, wenn er mal loslaufen sollte mit der langen Leine, habe ich ihn dann auch schnell wieder und er bleibt dann ja auch stehen, weil einfach so viel da zu schnuppern vorhanden ist. Gut, ich habe dann also die Leine losgelassen und er war dann auch immer wieder am Schnuppern. Wenn er so ein bisschen ja, vorangelaufen war, habe ich ihn gerufen und er war kontrollierbar. Er hat reagiert. Dann Wildschweinspuren. Ich habe gerufen und er hat reagiert. Und dann lief ein Reh über den Weg. Und ich habe schon gesehen, oh, sein Hals wurde länger und länger und nochmal länger. Und ich habe gerufen und mein Hund kam. Das war, als wenn ich einen neuen Hund gehabt hätte, der auf mich reagieren konnte, einfach weil sein Stresslevel niedriger war, weil auf einmal die Verarbeitung von weiteren Reizen möglich gewesen ist. Das war so faszinierend und seitdem bin ich sowas von begeistert von ätherischen Ölen. Ich wusste aus vielen Berichten, dass sie kleine und große Wunder bewirken können. Aber nun hatte ich es ja auch selbst erlebt, was für eine unglaubliche Veränderung sie herbeiführen können. Ja, das ist meine Geschichte, denn jeder oder so nahezu jeder, der sich auf die ätherischen Öle einlässt, der hat irgendwann eine Geschichte zu erzählen. Und das ist nun meine Geschichte. Und wie geht es jetzt weiter? Die nächste Folge, die erscheint in 2 Tagen. Ja, warum wirken ätherische Öle denn eigentlich? Und warum ist das eben kein Hokuspokus, wovon ich dir jetzt berichtet habe? Und wie wendest du sie am besten an? In der übernächsten Folge, in 4 Tagen, geht es darum, was gibt es eigentlich für ätherische Öle so auf dem Markt? Was könnte für dich, wenn dir die Themen Gesundheit, Wellness und auch Reinheit, Umweltschutz wichtig sind, was könnte dir beim Kauf dann auch wichtig sein? Und wie kannst du die Qualität eines ätherischen Öls auch beurteilen? Danach wird es immer wöchentlich, immer samstags, eine Podcast-Folge geben. Die erste Samstagsfolge, die beschäftigt sich mit dem Thema, warum ist Schlaf auch Anti-Aging und was passiert bei zu wenig Schlaf? Inwieweit stehen oder können Übergewicht und zu wenig Schlaf in Verbindung stehen? Oder auch Demenz wird ja teilweise auch mit zu wenig Schlaf in Verbindung gebracht. Und wie kannst du mit ätherischen Ölen deine Schlafqualität verbessern? Schalte bei der nächsten Folge wieder ein, wenn es um das Warum geht. Warum wirken ätherische Öle eigentlich? Ich freue mich auf dich. Deine Gabi Engelbart.